Servus und herzlich willkommen zurück zum Mountain Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Eagle, und mit der Tochter des Wolfs, die sich aktuell in Garland aufhält. Und ja, muss man jetzt mal sehen. Erstmal, bevor wir loslegen. Im letzten Part haben wir ja ein bisschen hier die Gegend befriedet und so weiter. Das hat ja alles soweit gut geklappt. Mehr oder weniger. Ich möchte euch nur kurz zeigen, ich habe eine neue Mod installiert noch. Ja, um das Ganze jetzt mal ein bisschen aufregender zu gestalten, um ein bisschen, wie soll ich sagen, um ein bisschen mehr Spannung hinzuzufügen, weil bis jetzt, muss ich ja sagen, ist das ja alles fast schon zu gut gelaufen. Na? Also, hier, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Heroes Must Die. Das ist die neue Mod. Und ja, zum einen habe ich da den Spielertod eingestellt. Das heißt, ja, aktuell haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 0,03, ich nehme mal an, 3% soll das heißen, wenn wir verwundet werden, dass wir auch wirklich dabei draufgehen. Also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das gleiche gilt für Alliierte, für Family und so weiter. Dann hier irgendwelche Relationship Modifiers, ich habe das alles jetzt erstmal so gelassen. Aber das heißt, wir können jetzt potenziell auch sterben. Deswegen, wir müssen jetzt erstmal aufpassen da. Also wir mussten vorher schon aufpassen, aber jetzt umso mehr, weil ich jetzt halt eben da ein bisschen was an den Reglern gedreht habe. Aber ich finde die Idee sehr geil und angeblich wurden auch Cutscenes eingebaut, wenn man stirbt. Ich weiß gar nicht, ob es das grundsätzlich schon gab vorher, aber es ist auf jeden Fall mal ganz interessant. So, jetzt lass mal kurz gucken. Ihr seid in Garland eingetroffen. In dieser Region herrschen Unruhen. Trotzdem müssen die Bewohner ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Zumeist halten sie sich nicht lange auf dem Markt auf und vermeiden Augenkontakt. Aber ihr belauscht eine Unterhaltung hinter vorgehaltener Hand über die Rebellen in der Provinz. Während manche vor den Rebellen Angst haben, freuen sich andere, dass sich das Blatt nun zumindest für kurze Zeit gegen die Reichen und Mächtigen gewendet hat. Ja, das ist jetzt aktuell noch der Fall. Aber die Sicherheit, es sieht soweit ganz gut aus, oder? Ja, die Treue ist jetzt ganz oben. Nahrung ist oben. Gut, Miliz und Garnison geht runter, aber ansonsten, ich stopfe da gerade mal kurz ein bisschen Bauförderung rein, weil wir wollen ja dann doch auch wieder vielleicht was herrichten hier, oder? Ich meine, schaden kann es ja nicht und die Kohle schimmelt sonst eh nur bei uns in der Gegend rum. So, hier 100.000, oder? Das ist doch eine Idee. So. Gut, Wolfi, da kannst du das mal hier verwalten. Was haben wir denn da? Da wird ein Festgelände gebaut, okay. Der ist eh ein Großteil schon ausgebaut, aber es gibt noch so ein paar Sachen. Kornkammern, Obstgärten, ja, Werkstätten. Wir müssen das alles mal ausbauen, so über die Zeit. Und wir werden natürlich immer wieder schauen, dass wir hier auch Material rüberbringen. Genau, Unterkünfte, ja, da wächst der Wohlstand. Okay, okay, okay. Ja, die Treue ist ganz oben. Das ist richtig gut. Nahrung ist auch gut dabei. Gut, Miliz ist halt im Ruhestand. Was heißt denn im Ruhestand? Wahrscheinlich, weil aktuell einfach kein Krieg ist, deswegen. Aber das ist okay. Das ist okay. Ja, was können wir denn hier noch machen? Gehen wir mal kurz zum Handeln. Haben die irgendwas Interessantes unter Umständen? Ah, richtig. Wir haben noch den ganzen Scheiß hier. Ja, da muss ich gleich nochmal schauen. Wir haben hier einen Zweihänder aus Damaszenerstahl, Two-Handed Heavy Steel Axe. Ja. Waffentechnisch haben die nichts Tolles. Haben die hier vielleicht rüstungstechnisch was Tolles? Nur aus Interesse. Ich meine, bei den Oberen braucht man ja gar nicht zu schauen. Nicht wirklich, ja. Nee. Zumindest nichts, was für mich eine Option wäre. Nee. Schade. Na gut, hätte ja sein können. Rüstungstechnisch vielleicht, ja, so die Körperrüstung. Gibt's da eventuell was? Verstärkte Löwenbrigantine, Trimmed Plate Kürass, Western Steel Kürass über Chainmail. Ah, nee, das ist alles nix. Schade, schade. Nee, die haben hier sonst nichts Gescheites. Nee. Nicht so wirklich. Ja gut, dann halt nicht. Hier, für die Handschuhe gibt es hier was. Okay, goldene Plattenhandschuhe, klar. Aber die brauchen wir uns ja nicht anzuziehen. Oder wie schauen die aus? Nee, das passt nicht. Das sieht blöd aus. So, setzen wir mal gerade zurück. Was haben die hier sonst so von den Stiefeln her? Nee. Komm. Wir verkaufen jetzt erstmal den ganzen Krempel hier. So, einmal hier, dann einmal den Kram hier.
Das kann alles weg. Jetzt nochmal kurz vom Wert her. Ah, den Zweihänder, den lassen wir mal hier. Das Ritterschwert von mir aus. Obwohl, ne, das Ritterschwert nicht. Aber der Rest. Der Zweihänder, den können wir eventuell nochmal brauchen. Vielleicht müssen wir mal wen ausstatten oder so. Könnte ja nicht schaden. Was haben wir hier? Die ganzen Sachen hier. Schwere Armbrust. Nee, brauchen wir nicht. Das ist alles ziemlicher Krampf. Okay, irgendwelche Schwarzpulverbomben. Caladrian Fire Pots. Nee. Nee, da ist sonst nichts Gescheites hier mit dabei. Wie sieht das hier aus? Nee. Nee, nee, nee. Das kann weg. Nee, da ist sonst nichts Vernünftiges. Schade. Na gut, macht nichts. Kann alles weg. Jetzt haben wir erstmal wieder ordentlich Geld. Was gibt's im Untergrundmarkt? Wizard the Alchemist. Ah, das wäre hier wieder Stärke und Ausdauer pushen, aber brauchen wir aktuell gar nicht. Pre-made Burning Arrows. Nee, upgrade your Burning Bolts to Explosive Bolts. Nee, brauchen wir nicht. Smugglers brauchen wir gerade auch nicht. Okay, gut, man muss sich ja das zumindest mal angucken. Ja, es wird mit der Zeit schon besser werden hier. Mal zur Festung gehen. Na, Wolfi, wie sieht's aus? Peace to you. Ah, ein Königreich könnten wir schon ausrufen, aber das wollen wir ja noch nicht machen. Wie steht es hier in Garland? Okay. Gut, das Wichtigste ist da. Na schön, Wolfi. Sehr gut. Freut mich. Wer bist du? Your pardon. I did not catch your name. Eurasia. Wer bist denn du? Du bist ja komisch geschminkt. Das sieht ja leichenblass aus. Das ist ja nicht gesund. Ach, die hatte das Problem mit der Iron Fist. Okay, interessant. Aha. Naja, gut. Gibt nichts Besonderes mit der. Ist auch letztlich egal. Was gibt's im Versteck? Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier im Versteck? Was ist das alles? Interessant. Die Pferde können wir mal mitnehmen. Ach komm, wir nehmen einfach alles mit, oder? Was ist das hier? Das ist ja kompletter Krampf. Dann gehen wir nochmal hier zum Handeln. Wir müssen ja erstmal so ein bisschen unser Übergewicht abbauen. Wortwörtlich. Wie viel Herdenmalus haben wir denn? Ach, wir haben gar keinen. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann müssen wir hier mal gucken. Und der Kram kommt weg. Repeating Crossbow. Achso, nee, das ist ja eine von uns hier. Schwere Bolzen. Schwere Bolzen können wir auch mal hier markieren. Irgendwelche tollen Pfeile. Nee, der Rest ist Quatsch. Der Rest kommt weg. Gut, dann, was haben wir hier? Das ist die Rüstung. Okay, Zweihänder. Ne, der Dornenstreitkolben, der kann auch verkauft werden. Aber das ist ja jetzt hier der Punkt. Darum geht's ja. Die Kuh kommt weg. Das Leder kommt weg. Die Bogenschützenflagge von mir aus auch. Die braucht auch kein Mensch. Silber, Gewürz, Öl. Hier, so. Wovon haben wir denn jetzt noch so viel? Ja, Bernstein wird hier verkauft. Auch interessant. Irgendein zu verschrottenden Gegenstand. Hier, um Gottes Willen haben wir viel Zeug. Ja gut, das kommt von unseren letzten Raubzügen natürlich her. Ja, das ist gut. Das kann alles weg hier. Hauptsache, wir haben also entsprechend jetzt einen leichteren Beutel am Ende. Zitrusfrüchte. Können wir sehr viel Limonade herstellen. Das ist schön, aber jetzt aktuell leider nicht vonnöten. Trauben, genau. Also wir haben so viel Essen, um Gottes Willen. Also das geht uns im Leben nicht aus. Ich weiß nicht, wie lange man uns da belagern müsste. Hier Kuchen, um Gottes Willen. Hier Kaffee, komm. Ich trinke sowieso keinen Kaffee. Also wirklich, also im Real Life, ich trinke praktisch überhaupt keinen Kaffee. Ich bereue es sofort, wenn ich es tue. Ich bin dann, sitze dann nur noch auf dem Pott. Das ist nicht gut. Was ist hier? Marble. Ach, Marmor. Ja, Marmor können wir erstmal behalten. Werkzeug auch. Zucker. Limestone. Ja, okay, das passt alles. Was haben die hier so zu verkaufen? Sonst tatsächlich nichts, ne? Irgendwie. Limestone haben die hier nicht. Na gut, macht nichts. Ist egal. Dann gehen wir kurz nochmal zum offenen Versteck. Was war hier? Festung, oder? Offenes Versteck. Genau. Da haben wir jetzt dann nämlich erstmal den ganzen Kram hier rein. Was war es? Das Hartholz. Das Eisenerz. Dann den Marmor natürlich. Das Werkzeug, den Limestone.
Das kommt alles erst einmal weg. Genau. Da Werkzeuge, irgendwie sowas. Genau. Das kommt alles weg. Easy going. Und wenn wir jetzt hier auf Stadtverwaltung gehen, müsste man das eigentlich auch sehen, ne? Ja, genau. Jetzt ist das hier wieder drin. Oh, das ist ja schön. Jetzt haben wir hier Marmor. Den brauchen wir aktuell zwar nicht, aber egal. Den haben wir zumindest schon mal weggebracht. Ja, gut. Ich würde sagen, wir warten jetzt hier mal ein wenig in der Hoffnung, dass wir eventuell nochmal hier, ihr wisst schon, Nachwuchs zeugen und so weiter. Beziehungsweise, Nachwuchs gezeugt wird. Das ist ja klar. Ja, wir haben sonst keine weiteren Truppen hier großartig zum Rekrutieren. Ich meine, man kann mal gerade gucken, ob es hier was gibt zum Rekrutieren. Aktuell gar nichts. Oh je, das ist auf Dauer aber nicht gut. Ich hoffe, das gibt sich irgendwann. Aber gut, wir warten jetzt erstmal ein wenig. Können sie jetzt erstmal alle untereinander kloppen, aber ja, wir haben ja Zeit. Wir bleiben jetzt erstmal hier sitzen, mal gucken, ob sich was tut. Na komm. Gebt euch mal Mühe. Aha, Basi mit der Kühne ist eine Stufe aufgestiegen durchs Rumsitzen. Aber das ist natürlich sehr erfreulich. Wie die sich hier alle gegenseitig abschlachten. Eieiei. Mal kurz schauen hier. Taiping hat noch einen Punkt bekommen. Oh, ein Medizin. Ja, machen wir mal so hier. Basi mit der Kühne kriegt noch einen Punkt. Ah, Preis der Treue. Oh, das ist natürlich hervorragend. Ach so, Moment mal. Der kriegt da außerdem noch Punkte. Ja, klar. Hier, komm. Intelligenz weiter pushen. Und Vogt ein Punkt. Ja, Medizin kriegt er noch zwei. Ist ja egal. Der Basimet ist echt gut. Also muss man sagen. Der kann vielleicht später auch einen Clan gründen. Das wäre natürlich ganz hervorragend. Ich überlege gerade, könnte ich den... Nee, das geht aktuell noch nicht, glaube ich. Einen Clan gründen lassen, einen zweiten, dann wäre... Das wäre ja kein Vasall von uns mehr dann. Dann würde er sich ja selbstständig machen. Das geht erst, wenn wir ein Königreich haben. Das habe ich im letzten Run überhaupt nicht gemacht und ich denke, das werden wir dieses Mal machen, dass wir aus unseren Begleitern quasi neue Clans rekrutieren, die für uns kämpfen und für uns arbeiten. Und die vor allem dann die überschüssigen Besitztümer quasi sich holen für uns. Aber irgendwie, es will gerade nicht so recht, habe ich den Eindruck. Ich meine, durch die Election of a New Monarch... Aha, okay. Ja, gut, von mir aus haben wir neuen Monarchen gewählt. Interessiert mich eher wenig. Wir verdienen halt immer noch Geld. Wir können gerade mal gucken übrigens, wie sieht es denn da aus mit den Sachen hier. Naja, wir haben 6 Werkstätten. Wollweberei geht so. Hier gibt es Bier, aber offenbar will das irgendwie nicht so recht da in Shanjing. Silberschmiede läuft. Brauerei läuft. Dafür, dass die Bakery angeblich insufficient Inputs hat, verdient die sehr viel. Also, ja, können wir mal so lassen. Wie sieht es mit den 4 mächtigen Unterstützern aus? Was haben wir? Carry der Glückspilz, Koldo der Schlechter, Shady die Schwarze. Ah, und der Quingshan Faulzahn. Ah, okay. Das ist ja cool. Ja, können wir schön hier Einfluss sammeln. So muss das sein. Den brauchen wir zwar im Moment noch nicht, aber demnächst höchstwahrscheinlich. Oder was heißt demnächst? In naher Zukunft. Ich meine, irgendwann werden wir unser Königreich ausrufen. Jetzt aktuell noch nicht. Aber haben wir Zeit. Was ist hier los? Kingdom of Watatzes gibt es nicht mehr. What? Calradian Republic? Achso, das war wahrscheinlich wieder irgendeine Rebellion. Ja gut. Aber jetzt mal im Ernst, also so langsam könnten wir dann schon mal, also ich will ja jetzt hier nicht den ganzen Part nur in der Stadt rumsitzen. Also Treue und Sicherheit ist jetzt auf dem absoluten Höhepunkt. Miliz und Garnison geht halt runter. Nahrungsvorräte gehen rauf, Mauerstufe 3. Ich weiß nicht, was ihr habt. In der Region herrschen Unruhen. Ja, wo denn? Wie denn? Was denn? Das ist doch kompletter Bullshit. Die Stadt ist doch vorbildlich verwaltet hier. Wolf, das machst du doch hervorragend. Was wollen die denn? Das ist eine Unverschämtheit. Undankbares Pack hier. Dafür habe ich Gnade gezeigt, dass hier jetzt wieder
hinter vorgehaltener Hand irgendeine Scheiße erzählt wird. Aber nö, ich warte jetzt erst einmal. Also, sorry, aber sehe ich ja mal gar nicht ein. Das muss ja gehen. Wie hat sich das eigentlich mit hier mit Chaya die Schwarze entwickelt? Oh, die hat sogar ein bisschen zugelegt, glaube ich, von ihrer Macht. Der Kluge hat ein Verhältnis von... minus 48. 33 Stärke hat der gerade mal. Ja gut, also das ist natürlich kompletter Quatsch. Ja, gut. Die mögen uns alle jetzt zusehends mehr. Das ist natürlich sehr erfreulich. Das ist wieder eine Räuberbande, Alter. Ah! Oh. Ich muss denen mal kurz ein bisschen Respekt beibringen hier. Manhunters Clan wurde vernichtet. Oh je. So. 4 Verwundete, damit kann ich leben. Außerdem müssen wir sowieso mal ein bisschen hier wieder unsere Truppen weiter leveln. Das ist ja kein Problem. Was haben wir hier? Dattel nehmen wir mit. Den Harnisch nehmen wir. Obwohl, nee, den Harnisch brauchen wir eigentlich gar nicht. Nö. Der Rest geht als Spende an die Truppen. Komm, wir verdienen ja eh Geld. Wir müssen jetzt aktuell ja da gar nicht sonst irgendwas weitermachen. Das ist ja das Schöne. Deswegen, es ist jetzt gerade ganz gut, dass wir nur mit einem Trupp unterwegs sind. Das ist schon... Wir sparen dadurch halt sehr viel Geld eigentlich ein. Wie geht's hier in Merok? Wie sieht's da aus? In der Region herrschen Unruhen. Ich weiß zwar nicht, wie das passiert, aber... Ah, hier haben wir noch hier gibt's Elite-Truppen zum Ausbilden. Ah, das ist natürlich hervorragend. Nehmen wir gleich die elitären Einheiten mit. Die Ladies vom Wolfsorden, die müssen natürlich hier mal schön in die Armee integriert werden. Jawohl, Alter! Oh, okay, gute Armbrustschützen. Ah, hier eine Waldschützin direkt. Oh, das ist natürlich perfekt. Gebt mal den Scheiß her. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Jetzt mal im Ernst, Alter. Was ist denn hier los? Was macht ihr denn alle? Nein, ich will jetzt gerade nicht. Das tut mir leid. Ja, komm, wir machen euch fertig hier. Yes, was habt ihr denn da dabei? Nee, nichts Interessantes. Ein paar Gefangene nehmen wir mal mit. Aber, ja, keine Ahnung, was holen wir da? Ja, noch ein paar Schwertmeisterinnen hätte ich ganz gerne. Sidovian Crossbow, das können wir auch machen. Dann die Trauben nehmen wir mit. Und der Rest geht an die Truppen. Müssen wir mal hier ein bisschen für Ruhe sorgen da in der Gegend. Das gibt's ja nicht. You best back off. Ja, ja, ist gut, Kumpel. Weg damit. Kann alles weg. Was haben wir hier? Wolfsorden-Kapitänin oder... Wie sieht's denn überhaupt aus aktuell mit unseren Truppen? Ich glaube, wir haben relativ wenig berittene Bogenschützen aktuell. Ich gehe mal... Obwohl, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von unseren Gardisten. Das wäre ganz gut. Was haben wir hier? Datteln. Der Rest geht an die Truppe. Jawohl. Was ist hier mal mit den Mountain Raiders? Was macht ihr denn hier? Hört ihr mal auf, die Locals hier zu terrorisieren. Oder was ist das hier? Irgendwelche Sklavenhändler? Ja, erstmal ein paar Leute hier vermöbeln. So muss das sein. Desert Cultsman, euch machen wir RIP. Schön mit Öl. Das ist natürlich jetzt schön, da können wir ein bisschen was erledigen. Datteln, der Rest geht an die Truppe. Sind es hier 40 Kusait-Deserteure? Ja gut, dann holen wir uns die doch mal, oder? Wir sind so schön schnell. 2 Verwundete, auch das ist kein Problem. Sehr schön, so muss das laufen. Nein, verdammt, ich wollte den Steppenpelzharnisch gar nicht haben. So, gehen wir mal wieder zurück. Können wir wieder ein bisschen warten dann in der Stadt. Hier, Tavernenbezirk, wir verkaufen die Gefangenen. Passt ja alles soweit ganz gut. Wer ist denn hier noch? Ach, das sind immer noch die von diesem Clan. Was treibt ihr euch denn hier alle rum? Was soll denn das? Trinkt ihr unseren Leuten das Bier weg? Schweinerei.
Ah, okay. Business läuft gut. Na, dann ist ja schön. Ist ja gut zu wissen. So, jetzt mal kurz schauen hier. Ah, Speer. Kriegen wir noch einen Punkt. Wüstengeborener oder Waldvolk? Ja, natürlich Waldvolk. Dann, Lupus kriegt einen Punkt in Reitkunst. Aha, interessant. Pfeilfänger oder Schildwall? Machen wir mal. Pfeilfänger. Hildegard, die Enteignete, kriegt für zwei Händer was. Komm, machen wir mal das hier. Zeichen der Stärke. Wir bleiben jetzt zuerst einmal. Wir machen es uns erstmal hier so ein bisschen in unserem kleinen Reich gemütlich. Ich will einfach nur hoffen, dass das irgendwann nochmal klappt hier mit dem Kinderkriegen. Das gibt's doch gar nicht. Oder liegt das daran, dass mein Mann schon zu alt ist? Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, Kaladok hat ja auch noch ein Kind gezeugt. Kaladok. Ja, ich soll den vielleicht richtig schreiben. Mein Kaladok ist 44 und der hat ja auch noch ein Kind gezeugt. Also, das ist ja Krampf. Ah, okay. Es ist dieses Mal eine... Warte, Prionsa, ist das eine... Ah, es ist ein Er. Savain. Aha. Verschlagen, kühn, grausam. Interessant, interessant, interessant. Ja, doch. Bei den anderen hier, da haben wir die Selma hier. Die ist auch nicht schlecht. Was haben wir da noch? Mengus und Merak. Die drei, im Grunde müssten die drei, glaube ich, sterben, damit wir quasi den batanianischen Thron mehr oder weniger übernehmen können. Oder zumindest, dass da nur noch unsere Familie drin sitzt. Geld, Kaladok. Ich weiß, du magst mich eigentlich sehr gerne, aber ich musste das leider antun. Es tut mir leid. Na ja, gut, mal schauen. Nein, wir bleiben jetzt erstmal hier. Wir haben ja Zeit. Also es kann eigentlich, also es kann nicht am Alter des Mannes liegen, dass da nichts geht. Überhaupt. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige hier noch mit einem Partner hier in der eigenen Party. Also eigentlich müsste ja dann... Ah, Bräuk der Ritter ist eine Stufe aufgestiegen, das ist natürlich schön. Wo ist er denn? Da. Vier Punkte, Karl. Vier Punkte hatte noch über. Eieiei. Ja, gut. Kriegt mal Vogt, Medizin... Genau. Machen wir das mal so. Das gibt's ja nicht, Alter. Oder vielleicht müssen wir dafür nicht in der Stadt sein, sondern, keine Ahnung, setzen wir uns mal in irgendein Dorf rein. Ist ja egal. Mir ist das ja wurscht. Warte mal halt hier auf dem Dorf ein bisschen. Oder muss ich mir jetzt da wieder mit meinem Partner eine ruhige Ecke suchen? Das kann natürlich auch sein. Das Verhältnis wird gesteigert. Das ist natürlich schön. Passieren tut da nicht viel. Schwierig, schwierig. Ja, wir können mal nach Jakulan dann noch gehen. Klar. Such dir einen ruhigen Ort mit deinem Partner, ja. Mit meinem Mann natürlich, Alter. Ja, so genau will ich das gar nicht haben. Danke dir. Aber das gibt's ja nicht. Also da muss ja mal irgendwas abgehen. Hier. Ah, zur Belohnung kriegt er direkt hier Vogt. Nee, das gibt's doch gar nicht. Hier Brainwasher sind hier unterwegs, okay. Was haben wir hier? Take a drink. Aha, schön. Switch Recruitment Type. Nee, Truppen rekrutieren. Was habt ihr denn hier? Ah, eine Waldschützin gibt's hier. Ja, von mir aus so Hetzer können wir auch noch mitnehmen. Warum denn nicht? Gehen wir nochmal hier hin nach Sogrok. Was kann man denn hier rekrutieren? Nee, leider keine Special Units. Was gibt's hier? Kauft etwas. Achso, nee. Gibt's nichts Neues. Das Dorf ist reich. Aha. Wie sieht es hier aus? Die Stadt ist durchschnittlich wohlhabend. Okay. Wie sieht es denn da aus? 900 Verteidiger. Das ist hier Truppen rekrutieren. Ah, okay. Hier kann man sich jede Menge Zeug holen. Ach, du Schande. Holy shit.
okay, nicht schlecht. Mal kurz noch zum Handeln gehen. Okay, zum Handeln haben wir tatsächlich gerade gar nichts, aber wir Leinen können wir verkaufen. Leinen und Wolle und Flachs, was man halt so erbeutet, nicht? Was habt ihr hier? Eisenerz? Ton? Habt ihr noch irgendwelche Baumaterialien? Werkzeug habt ihr hier? Das ist natürlich top. Brass Ingot. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich lasse es mal besser. So, warte mal. Dann gehen wir hier zur Festung, ins Versteck. Was haben wir hier alles für einen Scheiß? Okay, nichts wirklich Interessantes. Nehmen wir alles mal mit. Aber hier tun wir dann den Ton rein, das Eisenerz, das Werkzeug und so weiter. Alles, was halt irgendwie was mit Baumaterialien zu tun hat, da muss man jetzt drauf achten. Das ist ja auch sowas. Ja, Leinen brauche ich nicht. Limestone hier. Glaube ich, Limestone gehört hier noch rein. So, Werkzeug rein da. Hartholz, ja natürlich, sofort. Hier. Gut. Wird schon passen. Dann, wie sieht's dann noch aus? Cultural Report. Okay, driftet in Richtung Batania, okay. Das ist gut. Ist ja auch ganz schön, dass wir hier wirklich dauerhaft die Kultur ändern können, dass wir nicht immer so drauf achten müssen. Oh mein Gott, hat da jemand die passende Kultur für dieses und jenes? Wir nehmen den ganzen Scheiß hier mit. Wir nehmen ihn mit. Wir geben ihn weg, natürlich, um Gottes Willen. Was haben wir hier noch? Gibt es hier irgendwas zum Kaufen, rüstungstechnisch, was spannend wäre? So helmmäßig? Nee, leider auch nicht. Schade. Dann hier für die Rüstungsteile auch nicht so richtig aktuell. Nö. Was haben wir hier? Rüstungen? Ah, hier gibt es doch ein paar interessante Sachen. Eine goldene Vollplattenrüstung. Ah, sind doch ein paar interessante Sachen dabei. Ah, was ist das? Eine leichte Brigantine über... Also klar, es ist schlechter. Was ist das hier? Ah, okay. Diese Art von Rüstung kenne ich. Die kaufe ich prinzipiell mal. Aber sie kann weiterhin das anziehen. Was ist das denn hier noch? Full Plate Armor. Ah ja, stimmt, das hatten wir ja mal. Das Ding. Nee, brauchen wir jetzt aktuell nicht. Was ist das hier? Achso, das hat halt so Kreuzritter-Charme. Ja, nehmen wir mal mit. Wenn wir mal noch irgendwie einen Begleiter ausrüsten müssen, dann machen wir das damit. Genau. Was gibt's hier? Irgendwelche neuen Handschuhe. Trimmed Mittens. Wie sieht das aus? Nee, das passt nicht. Das ist alle hier Stufe 25. Nee, 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 nee. Nee, da ist jetzt nichts Tolles dabei, leider. Für die Stiefel auch nicht so wirklich. Nee. Macht ja nichts. Was haben wir hier so? Achso, das sind hier wieder, das ist hier wieder dieses ganz besondere Viech. Aber nö. Sehe ich keinen Grund, das zu kaufen. Einen Drachen hätte ich gerne irgendwann mal. Einfach aus Prinzip. Nur um den mal auszuprobieren. Ich würde gerne mal mit einem Drachen durch die Gegend reiten. Das sähe bestimmt episch aus. Aber aktuell sehe ich da ja keine Möglichkeit, an einen zu kommen. Deswegen lassen wir es erst einmal. Da. Ah, ein Turnier gibt's hier. Warte mal. Es gibt ja ein Turnier hier. Das habe ich ja ganz vergessen. Hier, gehen wir mal zur Arena. Christiana-Pferd. Ach komm, da können wir mal mitmachen. Warum denn nicht? Ein bisschen kämpfen. Aha, okay, interessant. Das sind lauter 1 gegen 1 Kämpfe. Taiping! Oh! Ich muss gegen Taiping kämpfen. Oh je. Alter, wir sind so schnell, ne? Aber wir machen halt so gut wie keinen Damage mehr. Au. Hör auf damit, Taiping! Wehr dich nicht! Schön treten erstmal. Oh Mann, ey, die Arme. Die hat halt wirklich keine Chance, weil wir mittlerweile so stark sind. Erstmal immer schön die Deckung wegtreten. Ah, okay. Okay, die hat mich eh total lieb schon. Das ist nice.
Okay, das ist jetzt hier wieder der reinste Familienstreit. Ah, das ist Corain hier. Ey, Corain! Ich muss meine eigene Mutter verprügeln. Was ist denn hier los? Batz! Ich meine, die gute Frau ist jetzt auch mittlerweile Mitte 50. Also, dass die überhaupt noch in den Ring steigt, weißt du? Au. Ach, das ist mein Mann hier. Oi. Oh, scheiße. Der hat genauso gute Werte wie ich. Das heißt, das könnte jetzt etwas länger dauern. Au. Au. Scheiße. Ja, das ist immer der Nachteil mit diesen Schildstößen. Man ist halt komplett exposed für den Moment. Aber andererseits ist das schon nicht schlecht. Au. Hör auf damit. Lass doch mal den Schild in Frieden. Was soll denn die Scheiße? Au. Ha, wollte er den Baum schlagen. Batz. Ah, Mann. Jetzt komm. Der geht aber auch nicht so richtig runter. Das ist halt das Problem, wenn du nur mit Holzschwertern hier kämpfst, ne? Du kriegst den nicht wirklich runtergebrochen hier. Au. Scheiße, nein! Der Witz ist, er hat noch 109 Lebenspunkte und hat einfach immer noch so viel Durchhaltevermögen. Aua! Scheiße. Ich habe jetzt immer noch fast so doppelt so viele Punkte wie er, aber er stellt sich beim Kämpfen eigentlich viel besser an als ich. Das sollte mir zu denken geben. Ja, war klar, das war jetzt der Schild. Moment, sorry, ich hol mir gerade. Ich leih mir den mal kurz aus hier, ne? Tut mir leid, aber das ist jetzt, wenn mein Schild kaputt geht, da kann ich doch auch nichts für. Alter, wie viel hält denn der aus? Das ist ja langsam echt lächerlich. Komm. Tu mir den Gefallen und du kannst dafür nachher mit mir aufs Zimmer gehen. Oh je, oh je, oh je. So. Natürlich, jetzt darf ich nochmal gegen ihn. Oh je, oh je. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ach so. Ja gut, wir können es natürlich auch so handhaben, klar. Ach so, der will mir jetzt folgen hier zu Fuß. Ja, das ist natürlich etwas dumm. Ich sag's nur, also... Er wäre besser dran, wenn er jetzt hier zu seinem Pferd laufen würde. Ja, jetzt hat er es gemerkt. Jetzt will er zu seinem... Au. Jetzt will er zu seinem Pferd laufen. Hör auf da. Lass das. Aus. Nein. Geh weg. Ich bin viel schneller als du. Das muss ich mir jetzt zunutze machen hier. Au. So, jetzt nimmt er sich wieder sein Pferd, nehme ich an. Ach so, nee. Sein Pferd ist RIP. Au. Warum? Das Pferd hat dir doch nichts getan. Na komm. Herrgott. Jetzt nochmal. Und rechts und links. Und noch einem im Stock. Und ah. Warum sind die Kämpfe gegen meinen Mann immer so stressig? Come on, der hat nur noch 73 Punkte. Den kriegen wir doch jetzt wohl noch runter, oder nicht? Ich meine, ich bin mittlerweile echt ein wandelnder Tank, wenn ich so bedenke, wie viele Punkte ich mittlerweile habe. Nein! Oh Gott, gerade noch den Schild hochgerissen. Batz! Kurz mal treten. Mein Gott, das war knapp. Das war knapp. Also... Nicht nach den Punkten her, aber vom Gefühl her war es knapp, muss ich vielleicht dazu sagen. Oh, come on. Au. Ja gut, das ist halt das Problem, wenn du gegen einen professionellen Ritter antrittst und du selber nie mit Speeren kämpfst. Du kriegst halt nur aufs Maul. Au. Hilfe. Broik haut mal wieder die Fresse, Dick.
Ach, der hat nur 87 Punkte im Moment. Das ist gar nicht mal so viel mehr. 62, 54. Ja, doch. Ich bin sehr dankbar über die Anzeige, ehrlich gesagt, da unten. Also, die ist schon sehr, sehr praktisch, dass man so ein bisschen auch mitkriegt, wer hier sozusagen noch wie viel Kraft übrig hat. 17 Punkte. 15. Ah, 11. Au. Mein Gott, das war wieder ein Krampf. Aber okay, wir haben es gewonnen. Immerhin. Ist ja schön. So, das Corsana-Pferd nehme ich natürlich direkt mit. So. Dann würde ich sagen, wie läuft's hier? Ah, okay. Business is well, running well. Ja, das ist natürlich sehr erfreulich. Gehen wir mal zur Festung. Na, Corain, wie geht's dir? Peace to you. Glückwunsch zum Turniersieg. Ach so. Ah, siehst du, kann ich hier direkt nochmal. Wie steht es in Jakolan? Die Händler schreiben zumindest keine Verluste. Na, immerhin. Ja, gut. Garnison. Ach so, im Versteck ist ja nur das Zeug hier. Garnison verwalten. Wie sieht's da aus? Ah, die Garnison ist ein bisschen gesunken, kann das sein. Aber es ist aktuell echt noch in Ordnung. Trupp rekrutieren. Wollen wir hier noch Leute rekrutieren? Ja, aktuell brauchen wir das gar nicht. Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Aha, Melind, der Engel. Ach, das ist dieser Bandenführer hier. Kann es sein, dass sein Wert hier sinkt? Oder was? Ihr seid solche Säcke, ey. Das ist unglaublich. Ja gut, egal. Müssen wir jetzt halt abwarten. Großteil meines Essens wegwerfen. Ihr seid solche Säcke. Es ist unglaublich. Ja, und trotzdem habe ich noch mehr als genug davon. Also so schnell bremst ihr mich nicht aus. Nur damit das klar ist. Ich muss dann aber nochmal zurück nach Garland. Mir nochmal die Region in Garland anschauen. Aber das mit dem... das ist ja Wahnsinn, Alter. Das mit den Kindern will irgendwie nicht so recht laufen. Ich weiß es nicht, ob ich mal wirklich mich da quasi brute forcen sollte dadurch, dass ich einfach immer lade, 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 bis es irgendwann mal klappt, aber... Das ist ja dann auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja gut. Tage, bis uns die Nahrung ausgeht, ja gut, das ist klar. Aber wie viel Verbrauch haben wir denn? Minus 7,6, naja, das ist ja nicht gerade viel. Es ist ja Wahnsinn. Alter, guck dich mal an, wie viel Geld wir jetzt bekommen. Wahnsinn. Ah, Tür ist nun 5 Jahre alt und braucht euren Rat. Okay, der kleine Tür, was mache ich denn mit dir? Tür ist nun alt genug, um allein mit den anderen Kindern auf dem Gut zu spielen. Besonders fällt euch auf, wie ihr das Ruder übernimmt. Niemals müde wird, immer sein Ziel trifft, von Rätseln fasziniert ist... Ringkämpfe gewinnt, sich vor Aufgaben drückt. Das ist jetzt natürlich die Frage. Was könnten wir da... Ich meine, ich scheine ihn bis jetzt eher auf Elan und auf... Jawohl, das kann man noch nicht wirklich sagen. Die Anlagen sind noch relativ normal. Niemals müde wird. Ja gut, Ausdauer ist natürlich nicht verkehrt. Immer sein Ziel trifft. Wurfwaffen, ich weiß es nicht. Ringkämpfe gewinnt. Oder Raffinesse. Ach komm, der gewinnt Ringkämpfe. Tür verbringt auch viel Zeit damit, alleine eure Pferde zu versorgen, auf Ziele zu schießen, durch die Hügel in der Nähe zu wandern, eigenes Spielzeug herzustellen, Übungskämpfe auszutragen, Brettspiele zu spielen. Ja, aber Übungskämpfe ist das Sinnvollste, würde ich sagen.
Seine Tutoren loben ihn für seine Fortschritte, die diesem hohen Maß an Elan zu... Oh, okay, der wird massiv auf Elan gehen. Das ist richtig gut. Na, sehr schön. Na, der Kleine kann das doch. Jetzt mal im Ernst, wie sieht denn das aus hier? Ich bin immer noch nicht... Das kann doch wohl nicht wahr sein. Taiping auch nicht. Mann, Tor, jetzt gib dir mal Mühe. Das ist ja entsetzlich. Lupus, du gefälligst auch. Der Clan muss wachsen. Das kann nicht so schwer sein. Oder ist 3 wirklich die magische Grenze? Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ich meine, Lupus hat bis jetzt auch erst 2 Kinder. Mit Taiping. Also, was soll denn das? Aha, das Verhältnis. Ja gut, immerhin, wir können somit mal ein bisschen das Verhältnis zu verschiedenen Leuten steigern. Ja, gut. Machen wir es mal anders. Wir gehen mal kurz. Ah, er speichert direkt. Na, sehr schön. So. Was machen wir denn da? Was ist da jetzt eigentlich passiert? Also, Batania hat sich gut ausgebreitet, wie ich da sehe. Vlandia hat ziemlich Federn gelassen. Bei den anderen kann ich es nicht so richtig beurteilen. Also, Kultstadt gibt es immer noch. Wie sieht es da eigentlich aus? Mit der Schlange. Ach, der lebt noch. Okay, der lebt noch. Das Schwein. Lebst du noch? Ah, du lebst auch noch. Ah, sehr schön. Was ist mit der Ratte? Oh, der lebt auch noch. Okay, also unsere Kumpels hier, unsere alten Gefährten leben alle noch. Aber hier ist ja echt, also, hier ist ja komplett Chaos. Nur die Chinesen sind soweit ganz gut dabei. Die Chinesen und da im Süden, die sind nicht sonderlich ambitioniert, oder? Die leben einfach nur so vor sich hin. Es ist interessant, es ist echt interessant. Also abgesehen von diesen Rebellionen ist hier gerade nicht so wahnsinnig viel los. Aber mal sehen, ob man da noch irgendwas machen kann da dran. Naja. Aber wisst ihr was? Ich gehe mal kurz noch rüber nach Garland und da würde ich auch den Part für heute wieder beenden. Ich weiß, da ist heute nicht sonderlich viel passiert. Aber irgendwie, es muss ja weitergehen hier. So, wir helfen mal kurz der Karawane. Komm, hör auf damit. Geht weg. Was habt ihr hier? Einen Händler... Nee, danke, kein Interesse. Ich will nur die Gefangenen haben. Was haben wir hier noch? Datteln, Reittiere, nichts Neues. So, okay. Ja, ich weiß es nicht. Also angeblich herrschen in der Region Unruhen, aber Sicherheit und Treue sind auf dem Höchststand. Vielleicht betrifft das allgemein die Siedlungen hier. Ich meine... Die Sicherheit hier ist nur auf 74, Treue auf 100, okay, aber die Sicherheit hier ist halt, ich meine, das ist eine Region, nehme ich mal an. Es könnte vielleicht sein, dass das mit reinzählt, aber naja gut, ist auch letztlich egal. Ich würde sagen, wir speichern das Ganze mal ab. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wollen wir da mal schauen, entweder gehen wir dann nochmal ein bisschen hier auf Banditen klatschen oder wir schauen halt wirklich jetzt nochmal, vielleicht mache ich das offscreen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich hätte es ganz gerne noch, dass wir, also, dass zumindest noch ein viertes Kind bei rumkommt, das wäre eigentlich ganz schön, weil es ist halt wirklich nervig, so, wenn du da ewig drin sitzt und es klappt einfach nicht, Alter, es ist das Mittelalter, so, als würden die da dauernd Verhütung benutzen, so kommt einem das fast vor, das ist ja Wahnsinn. So, während sich halt andere Clans gefühlt vermehren wie die Karnickel. Das ist übrigens auch eine Mechanik. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder wie oder was. Aber zumindest war das früher so, wenn man Clans durch Hinrichtungen unter Druck gesetzt hat, dass die dann stellenweise schneller und mehr Kinder bekommen haben. Also, ist zumindest ein Phänomen, das mir damals aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob das Absicht war oder wie auch immer. Aber gut, egal. Wir lassen das jetzt mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Servus und ciao.